Im Rahmen der Chancentour hat die Wirtschaftskammer Steiermark am 8. Oktober zur Regionalkonferenz Obersteiermark Ost geladen. Alles, was in Wirtschaft und Politik in der Hochsteiermark Rang und Namen hat, war auch gekommen, um gemeinsam ein Konzept für die Zukunft zu erarbeiten. Die Chancentour ist ein wichtiges Format der Wirtschaftskammer Steiermark, um die Regionen in der Steiermark zu stärken. Mit der Regionalkonferenz heute in der Hochsteiermark wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten, um hier einfach Impulse zu setzen, um die Region im Bereich Wirtschaftlichkeit, Ausbildung, Infrastruktur und auch Rahmenbedingungen zu stärken. Oberstes Ziel ist es nun, als Region gemeinsam aufzutreten. Wir haben hier heute diese Regionalkonferenz für die sogenannte Hochsteiermark. Ich finde, der Begriff Hochsteiermark sollte jetzt auch schon langsam in der Wirtschaft in den Köpfen verankert werden, damit wir nicht wieder mit zwei oder drei verschiedenen Begriffen agieren. Obersteiermark Ost, ich denke mir, dieser Begriff ist meiner Meinung nach nicht sehr glücklich. Nach außen hin ist die Hochsteiermark positiver, das Hoch, wir sind hoch motiviert, wir sind die Leute aus der Region Hochschwab und so weiter. Das war heute unser Credo, dass wir sagen, okay, mit dem wollen wir beginnen, von Leoben oder von Trefeiach bis Mützzuschlag, vom Präbichl bis zum Semmering sozusagen. Und wir als Wirtschaft wollen das vorantreiben, dass wir als eine gemeinsame Region auftreten. Nun gilt es, vorhandene Potenziale zu erkennen und Zukunftsthesen für die Region gemeinsam zu erarbeiten. Das größte Potenzial in unserer Region ist einfach die gegebenen, vorhandenen Chancen, dass wir die aufgreifen und dass wir die nützen. Das heißt, wir müssen unsere Region nach außen hin besser vermarkten, aber auch nach innen. Wir müssen sagen, wir sind die Hochsteirer, wir können was. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was gehen Sie an? Ja, es ist so, dass im Bereich, wenn wir Forschung und Entwicklung sehen, dass wir eben eine Gemeinschaft mit dem ZAT haben und der Wirtschaftskammer her, dass wir jetzt gefordert haben, dass wir auch eine internationale Schule bekommen, um auch internationale Spitzenkräfte hierher zu bekommen, dass wir uns darum bemühen werden, den Club international nach Leoben zu bekommen, damit auch internationale Spitzenkräfte sich eine Ansprache vor Ort haben. Und wir werden uns bemühen, den Begriff Hochsteiermark auch für Industrie, Handel und Gewerbe bekannt zu machen. Aber auch die Politik ist gefragt, der Wirtschaft und vor allem den Unternehmern unter die Arme zu greifen. Ich glaube, dass der entscheidende Punkt einer Standortentwicklung überhaupt ist, nicht nur über die Frage Infrastruktur, Facharbeiter, Bildung und so weiter nachzudenken, sondern wie wenig Prügel kann man einem Wirtschaftstreibenden, einem Investor möglichst sozusagen vor die Beine werfen. Möglichst sollten es keine Prügeln sein, sondern verständnisvolle Vorgaben, die natürlich auch da sein müssen, um ein funktionierendes Leben zu bewerkstelligen. Wir sind die Hochsteiermark, so das Credo nach der Regionalkonferenz in Niklasdorf. Jetzt heißt es, die Potenziale unserer Region voll auszuschöpfen und gemeinsam in eine unternehmerische Zukunft zu schreiten.